Thema energetisch sanieren ist ja heute aktueller denn je. Und wenn wir uns mal betrachten, warum sanieren wir unsere Gebäude energetisch, was hat es damit auf sich? Es ist zum einen das Thema Energiekosten senken, Energiekosten einsparen, durch entsprechende Dämmmaßnahmen und Maßnahmen im Bereich der Heizungstechnik, aber auch das Thema Klimaschutz ist ja in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund gerückt. Für die Bewohner des Gebäudes selbst wird oftmals der Bereich Behaglichkeit nach einer energetischen Sanierung leider viel zu sehr außen vor gelassen. Behaglichkeit in dem Sinne, dass eine gedämmte Außenwand auf der Wandinnenseite eine höhere Oberflächentemperatur hat und damit die Bewohner selber in dem entsprechenden Raum mehr Behaglichkeit verspüren, dadurch, dass die Außenwände nicht so kalt sind wie im ungedämmten Zustand. Wenn Sie jetzt heute hergehen und ein Gebäude energetisch sanieren, dann sind da diese Mindestanforderungen an bestimmte Sanierungsmaßnahmen in der Energieeinsparverordnung drin. Wenn Sie beispielsweise den Außenputz erneuern lassen, dann reicht es heute eben nicht mehr aus, dass einfach der Außenputz erneuert wird, frische Farbe drauf und das war's dann, sondern dann müssen die Wände eines solchen Gebäudes, wenn der U-Wert 0,9 oder schlechter ist, entsprechend gedämmt werden. Wenn Sie in Ihrem bestehenden Gebäude Ihren Zentralheizkessel austauschen oder erstmals eine Zentralheizung einbauen, dann müssen Sie 10% der Energie für die Beheizung des Gebäudes, wobei bei der Beheizung die Trinkwarmwasserbereitung mit enthalten ist, müssen Sie 10% aus erneuerbaren Energien bereitstellen. Wie können Sie jetzt diese 10% erneuerbare Energie nach dem Wärmegesetz erfüllen? Die eine Möglichkeit wäre, wenn Sie eine Gas- oder Öl-Brennwertheizung einbauen, dass Sie zusätzlich eine Solaranlage auf Ihrem Hausdach installieren lassen mit einer Solarkollektorfläche von 0,04 Quadratmeter pro Quadratmeter Wohnfläche. Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn Sie sagen, die Solaranlage möchte ich nicht, ich möchte auf ein ganz anderes System übergehen, dann wäre die Möglichkeit, wenn Sie eine Wärmepumpe einbauen, müssen Sie allerdings dann die Jahresarbeitszahl von mindestens 3,5 erfüllen, egal welche Energiequelle Sie nutzen, ob die Energie aus der Erde oder aus der Luft gewonnen wird. Leider am wenigsten beachtete, aber doch meiner Meinung nach interessanteste Möglichkeit, das Wärmegesetz zu erfüllen, ist, wenn Sie an Ihrem Gebäude die Außenhülle dämmen und bestimmte Transmissionswärmeverluste unterschreiten. Wenn Sie heute Dämmmaßnahmen betreiben und Ihr Gebäude nach NF dämmen, erfüllen Sie automatisch beim entsprechenden Gebäudebaujahr das Wärmegesetz mit, sodass Sie dann bei einem Austausch Ihrer Heizungsanlage vollkommen frei in Ihrem Handeln sind, was das Wärmegesetz anbelangt. Was macht denn dann tatsächlich Sinn? Die Solaranlage, die Wärmepumpe oder die Dämmung der Außenhülle? Da muss man letztendlich auch ein bisschen sehen, in welchem Bereich spart denn die entsprechende Anlagentechnik Energie und somit auch Kosten ein. Geht man jetzt her und erfüllt das Wärmegesetz durch eine Wärmepumpe oder durch eine Dämmung der Außenhülle, dann ist es so, dass Energiekosten, letztendlich Energie und natürlich auch CO2, unabhängig von der Bewohnerzahl eingespart wird. Wenn Sie eine Gesamtmaßnahme treffen wollen, ja, wenn man sagt, gut, Geld würde jetzt theoretisch keine Rolle spielen, dann ist es natürlich immer optimal, wenn Sie zuerst die Gebäudehülle dämmen, also den Energieverbrauch eines Gebäudes über die Außenhülle reduzieren und dann diese gedämmte Gebäudehülle mit einer optimalen Anlagentechnik versehen. Da wäre eine
Variante, natürlich die Wärmepumpe, die Energie aus der Umwelt, kostenlose Energie aus der Umwelt nutzbar macht. Gut gedämmtes Gebäude spart ad hoc etwa die Hälfte der Energiekosten, wenn es ordentlich gemacht ist, ja, wenn Sie Dach, Außenwände, Fenster als Gesamtmaßnahme betrachten. Wenn Sie dann dort noch eine Wärmepumpe als neue Anlagentechnik reinmachen, haben Sie nochmal eine Reduzierung der übrigen Energie, des übrigen Energieverbrauchs um nochmals die Hälfte, sodass Sie insgesamt in dieser Gesamtkombination eine Energiekosteneinsparung von ungefähr 70-80% haben. Das ist also eine sehr interessante Maßnahme, das Wärmegesetz zu erfüllen, wenn man sowieso energetisch sanieren möchte. Und es ist eben auch genau diese Maßnahme, die Ihnen letztendlich hilft, maximale Energiekosten einzusparen.